vertikale Wasserhaltung. Für die temporäre Absenkung des Grundwasserstandes ist die vertikale Wasserhaltung eine sehr willkommene Methode. Abhängig von den örtlichen Bodenverhältnissen und des Absenkziels wird die passende Verfahrensweise angewandt. Zum Erreichen des gewünschten Absenkziels bieten wir verschiedene Verfahren für die temporäre Grundwasserabsenkung an. Vakuumspülfilter, Schwerkraftfilter und OTU-Filter. Nach dem Einspülen der Filter in den Boden werden die Filter an eine Sammelleitung und anschließend eine Vakuumkolbenpumpe angeschlossen.